Guten Morgen. Mit der aufgehenden Sonne heute grüßen wir alle Friedensarbeiterinnen und Friedensarbeiter in der Welt, die mit der Sonne, mit der aufgehenden Sonne meditieren. Heute Morgen waren wir mit der Frage unterwegs, die Wiedergeburt des Lichtes hat stattgefunden. Worum geht es dieses Jahr? Wir sind hier in einer Winternacht. Hier hat es Frost in Portugal. Und für mich war die Frage heute Morgen so richtig fühlbar, wie ich es lange nicht empfunden habe, dass wir wirklich in einer der größten Transformationen der Menschheit uns befinden und dass ein Zeitalter zu Ende geht und ein neues beginnt. Also es fühlt sich so stark an, dass jetzt die Zeit des Patriarchates vorbei ist und wir werden mit Sicherheit in der nächsten Zeit viel Schmerz sehen, viel Abschied, viel Sterben. Und trotzdem, also worum geht es? Sei Teil der Lösung und nicht des Problems. Und ich fühle bei aller Schwere auch eine große Leichtigkeit. Ich fühle, dass etwas wirklich Neues auferstehen möchte. Ich fühle so stark die Geburt einer neuen Verbindlichkeit gegenüber dem Leben und gegenüber der Erde. Heilung durch Heiligung. Ich fühle, wie eine Art von politischer Aktivismus aufstehen möchte, der sich nicht gegen die Systeme richtet, sondern der sich ganz tief wieder verbindet mit dem System des Lebens selbst. Und heute Morgen war ich enorm verbunden mit der Kraft des Atems. Also wir wechseln ja auch in das sogenannte Zeitalter des Wassermannes. Und irgendwie scheint die ganze Erde ihre Frequenz zu verändern. Und die ganzen Schattenseiten treten ans Licht. Und je mehr wir uns wirklich verbinden mit dieser unglaublichen Wunderkraft, dass um diesen Planeten Erde herum das Element Luft uns Leben ermöglicht. Also wir haben die Luft sowas von missachtet und falsch gebraucht. Und diese Vorstellung, dass die Lunge der Erde sich wieder vollbelebt, die Lunge der Menschheit sich vollbelebt und wir alles dafür tun, dass dieses Medium wahrgenommen wird, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Also der Atem Gottes, dass wir unsere göttliche Natur wiederfinden und ganz bejahen. In dem Zusammenhang empfinde ich auch, dass es um so eine Art von Individualisierung geht, aber nicht Individualisierung in dem Sinne, wie man es uns beigebracht hat. Also finde heraus, wer du wirklich bist in diesem kosmischen Atelier. Wir sind keine getrennten Wesen. Und bei mir waren heute in der Meditation wunderschöne Bilder, wie weltweit wir Aktionen starten, wo wir sichtbar machen, dass wir wirklich für die Menschheit, für das Leben, für die Liebe gehen. Und in dem Zusammenhang vielleicht noch als allerletztes, mir kam sehr stark, also unabhängig von der Genderfrage, von der Geschlechterfrage, bin ich eine Frau, bin ich ein Mann, bin ich ein bisexuell, was es alles für Formen gibt, ja, möchte ich doch irgendwie darauf hinweisen, diese Frage, was ist die weibliche Urkraft des Lebens, was ist die männliche Urkraft des Lebens als heilige Quelle, aus dem heraus überhaupt Leben entsteht auf dieser Erde, dass es auch hier um die Wiederfindung des heiligen Raumes geht. Wir können das Patriarchat nur verabschieden, wenn wir diese heiligen Quellen in uns selbst, alle, also sowohl das Männliche als auch das Weibliche in uns selbst, wiederentdecken und spüren, wie diese Polarität in einer Einheit sich versammelt und heiliges Leben gebiert. Ja, bei aller Schwere, ich bin heute sehr berührt worden von der Auferstehung des Lichtes, von einer absoluten Willenskraft für das Leben zu gehen. Und so denke ich auch, wir müssen eine bestimmte Leichtigkeit finden, um uns der Schwere zu stellen. Und irgendwie geht es auch um Verbindlichkeiten. Also wenig ist manchmal mehr, aber was ist unsere wirkliche Verbindlichkeit? Woran können wir glauben, dass wir dafür wirklich gehen?
Ich grüße euch, ich bitte um den Segen des Lebens und der Liebe und möge das Licht in uns auferstehen. Ich habe schon für nächste Woche die Frage fast vor mir gesehen, wie wir einmal ganz stark uns auch mit dem Thema des Wassers verbinden. Soweit schon mal jetzt. Ich grüße uns, möge es eine gesegnete Woche sein. Danke und Yasim.